liebe Grüße aus eurem Mensagarten. Wir haben eine neue Rubrik und zwar hat der Herr Körner uns angeboten, eine Zeitreise durchs Holbein-Gymnasium mit uns zu machen und uns Orte zu zeigen, die man sonst nicht sieht. Unter anderem auch Räume, in denen seit circa 100 Jahren kein Schüler mehr war. Und diese Rubrik wird in drei Teile aufgeteilt und heute kommt der erste Teil dran und das sind die Dachböden im Altbau. Viel Spaß damit! Man sieht jetzt hier den Grundriss vom Altbau und wir stehen jetzt im zweiten Stock, bevor es zu mir in die Zeichenzeit reingeht, bei dem blauen Punkt. Und da sieht man jetzt, dass über dem Zeichensaal ein Dachboden ist. Den können wir jetzt angucken. Und den Rest vom Dachboden kann man nicht begehen. Da ist zu, abgeschlossener Raum. Da müssen wir über ein anderes Treppenhaus dann hochlaufen. Aber jetzt fangen wir mal hier an und dann schauen wir den großen Dachstuhl an. Dachboden ist zweistöckig. Unter uns ist jetzt der Zeichensaal. Was man jetzt hier sieht, sind alte Parkettböden, die man rausgerissen hat, die man vielleicht bei der Generalsanierung noch mal einbauen kann. Wir wissen es nicht. Dann sieht man noch im Grundriss, dass Teile des Dachbodens ausgewechselt wurden, erneuert wurden. Und hier waren nämlich früher Zimmer. Hier muss auch eine Wohnung gewesen sein. Früher war eine Dachgaube, wo jetzt das kleine Fenster ist. Und da muss entweder der Hausmeister oder weiß nicht wer, Hausmeistergehilfe gewohnt haben. Kann man da rausschauen? Ja, ja. Okay. Ganz früher war es auch so, dass der Schulleiter an der Schule wohnen musste. Ja, Spinnenbaby. Und die Wohnung vom Schulleiter, die ist dort, wo jetzt der Zeichensaal ist und die Sekretariate. Da sieht man jetzt ganz am Horizont die zwei doppelten spitzen Türme, das ist der Dom. Dann kommt weiter rechts der Perlachturm und der große Turm rechts ist St. Moritz am Moritzplatz. Aber man hat hier einen Blick wirklich vom Holbein bis zum Ende. Genau. Wenn man jetzt nach links guckt, dann sieht man von oben die Heilstraße und dann den Barockgarten ganz links vom Schätzler Palais. Mhm. Und unseren Mensagarten. Das ist ganz lustig, das weiß ich nicht, woher das kommt. Vielleicht ist das eine Skizze von den Zimmerleuten, die dann zeigen, wie über dem Baukörper mit einer Zwischendecke der Dachstuhl errichtet wird. Oh, das ist das Haus vom Nikolaus, aber das sieht ja eigentlich anders aus. Stimmt. Die Brücke da. Die deutet darauf hin, dass drunter im Zeichensaal mal eine Wand gewesen sein muss, die man rausgenommen hat. Und die Brücke überspannt jetzt praktisch diesen großen Raum im Hinterbereich. Da hinten links ist der Vorbereitungsraum. Da drunter ist das Büro des Schulleiters von Herrn Fiedler. Da ist Sekretariat und mein Büro. Das ist der kleinste Teil, der kleinste Dachboden. Jetzt geht es dann in den größeren. So, zweiter Dachboden. Zweiter Dachboden, Altbau. Zweite. Musik.
auch hier wachsen Bäume. Jetzt kommen wir in den Bereich über die Musik. Und das, was man jetzt hier sieht, vorsichtig hier dran, gell? Sind Stahlträger, die bei der Sanierung des Dachbodens eingebaut wurden, weil stimmt, die neu. Balkenenden, also jeweils das untere Balkenende, wegen defekten Dachrinnen durchgefault waren und der ganze Dachstuhl ins Rutschen gekommen ist. Und um diesen Dachstuhl abzufangen, sieht man also diese großen Stahlträger, die da einfach nach jetzt von uns aus gesehen rechts laufen, den Dachboden festhalten. Als das Holbein-Gymnasium noch eine königliche Modellschule war für angehende Ingenieure, 19. Jahrhundert, da war Kunst bzw. Zeichnen ganz groß geschrieben. Die Ingenieure, die sollten nicht so viel Latein und Griechisch lernen müssen, dafür sollten sie mehr Chemie, Physik, Mathematik, Naturwissenschaften unterrichtet bekommen. Und wenn sie natürlich Ideen entwickeln, dann müssten die auch dargestellt werden. Und für die Zeichnung, fürs technische Zeichnen, gab es also für die Schüler diese großen Zeichenplatten. Und an denen standen die und die haben dann 4 Stunden die Woche technisch Zeichnen gehabt. Eine Stunde haben sie Schrift unterrichtet bekommen und eine Stunde haben sie Gipsabgüsse aus der Gipsabgusssammlung des Bayerischen Königs abgezeichnet. Das war Kunstunterricht damals. 6 Stunden, aber sehr, sehr technisch. Was ist das? Das sind alte Schülerakten oder Büchereiakten, die habe ich auch schon mal. Da sehen wir, dass ein Dr. Hermann Hankel ein Buch sich ausgeliehen hat. Nee, Quatsch. Ach. Das ist nur Titel des Buches, genau. Aber was ist hinten Komplexe drauf? Zahlen. Und dann müssen wir schauen, wer hat es ausgeliehen? Niemand. Kein Mensch. Keiner will Mathebuch. Das ist wahrscheinlich nur der Bestandskatalog, die Leihkarten fehlen dann. Geschichte. Naturwissenschaften. Mit viel Kraft und da oben hängen noch Reste von einem Seil. Da steckt man lange Hölzer rein und dann müssen 4 starke Jungs, Mädels, weiß nicht, an dem Balken drehen. Dann wickelt sich da oben ein Seil auf und über das Seil und einen Galgen, der bei der Sanierung leider verschwunden ist, hat man früher die Sachen, die man im Dachboden lagern wollte, halt hier hochziehen können, wie mit einem kleinen Kran. Und hat die da eingelagert. Also früher war dieser Riesenraum oder diese Riesenräume nicht leer wie jetzt, sondern das war einfach Stauraum für das Kloster und alle anderen Nutzungen danach. Und ich meine halt, so wenig Raum wir für die Schule zur Verfügung haben, verstehe ich nicht. Bei den großen Dachstühlen müsste es möglich sein. Einfach ein komplettes Dachgeschoss hier mit für den Unterricht oder für Schule nutzen zu können. Was man hier wieder sieht, ist, dass an dem Dachstuhl immer wieder mal repariert wurde, also jetzt diese Stahlstreben, die da eingezogen wurden, oder die Stahlstreben hier, die haben auch in der Vergangenheit schon dazu gedient, dass der Dachstuhl halt stabil bleibt. Die Stahlbänder halten den halt zusammen. Aber ansonsten ist das eine, finde ich, eine unglaublich imposante Konstruktion.
Und der ist jetzt zweistöckig und jetzt kommen wir in einen Dachstuhl, der über dem ehemaligen Kirchenraum liegt und der ist gerade dreistöckig. Das ist ein Riesenraum. Das ist alles vom Jahr 1251? Nein. Nee. Das wird jetzt so aufgestockt, wann genau, kann ich jetzt nicht sagen. Aber Teile der Dachdeckung oder Teile des Dachstuhls sind auf jeden Fall mehrere hundert Jahre alt. Kommt heute der spektakulärste Teil, muss man sagen. Das sieht jetzt wirklich nach Harry Potter aus. Und jetzt sieht man, dass wir nicht mehr über Holzboden gelaufen sind, sondern jetzt ist es so eine gemauerte Schale eigentlich, wie so eine Tonne, ein Zylinder. Und das ist jetzt praktisch das Dach, die obere Raumgrenze des großen Kirchenschiffs. Und unter dieser Ziegelschicht, über die wir gelaufen sind, vielleicht 18 cm Ziegel, sind 12 Meter Luftraum. Also so hoch ist dann das Kirchenschiff selber. Genau, und jetzt sieht man, dass der Dachboden noch mal größer ist als die anderen, die wir bisher gesehen haben. Und das, was mir schon imponiert, das sieht man jetzt hier zum Beispiel, das sind jetzt alte Balken. Der ganze Dachstuhl ist mit Holznägeln zusammengefügt. Also das sind eigentlich nur gesteckte Verbindungen, die kann man rausziehen. Und dann könnte man den ganzen Dachstuhl von oben nach unten auseinandernehmen. Wie Lego eigentlich. Und wenn dann ein Stück ausgetauscht werden soll, dann muss man nicht das ganze Bauwerk da zerlegen, sondern das ist also ein ganz ausgeklügeltes System. Und damit die Zimmerleute immer gewusst haben, welche Balken wohin gehören, sieht man manchmal in den Balken noch so eingeschlagene Markierungen. Das ist jetzt also der Knoten 8 und diese Konstruktion geht in alle drei Dimensionen. Und so, dass das eigentlich eine ziemlich komplizierte Geschichte ist, mit der da die Dachdecker damals zurechtkommen sollten. Da drüben sieht man auch noch eine besonders belastete Stelle. Das ist der Knoten Nummer 7, wieder mit diesen Holzdübeln. Und da sieht man, wie jetzt praktisch in so eine Balkenkonstruktion rein nochmal eine Diagonale zur Verstärkung eingezogen wird. Und das finde ich schon kolossal, weißt du, wie genau gearbeitet haben. Stimmt. Und dann muss man nur sagen, kann man noch die alten Balken von den neuen Balken unterscheiden. Das hat der Zimmermann erklärt. Die alten Balken haben eine glatte Oberfläche, die wurden mit dem Beil geglättet, also wie geschnitten. Deswegen ist die Oberfläche auch so ein bisschen rauer und ein bisschen ungleichmäßiger. Und die Kanten wurden gebrochen. Und zwar war das ein vorbeugender Brandschutz. Wenn mal der Blitz einschlagen würde in so einen Dachstuhl, wo fängt dann das Feuer zu brennen an? Und dann sagt halt der Zimmermann, ja, das wären jetzt die schwächsten Stellen des Holzes hier, die Kanten. Da würde der Balken Feuer fangen. Und die zweite Geschichte wäre, hier sieht man die neuen Dachlatten, die sind nur sägerau, da stehen lauter Härchen ab. Und die Balken, also diese abstehenden Holzfasern, die würden dann auch als erstes zu brennen anfangen. Und dann hätte praktisch das Feuer Fuß gefangen im Dachstuhl und wird dann sich ausbreiten können. Und damit es keine Härchen und keine Balkenkanten gibt, hat man eben früher diese alten Balken sehr aufwendig vorbereitet. Und heute macht man es nicht mehr. Heute hat man einen Blitzableiter oben drauf, der muss das richten. Und jetzt kommt ein spektakulärer Ausblick. Oh ja. Ganz Augsburg. Genau, also jetzt haben wir Zirbelnuss vor uns da über den Dächern. Geradeaus, genau. Also links, Moment. Da, die Zirbelnuss. Mhm. Das ist jetzt also der krönende Abschluss von der Fassade des Zeughauses. Dann kommt rechts hier
Platz in der Mitte der Tallachturm, dann kommen die Zwiebeltürme vom Rad aus und rechts machen wir St. Ulrich. Moritz, oder? Sorry, natürlich Moritz, so ist es. Moritzplatz, genau. Ja. Und hier? Geht's runter in die Katharinengasse. Da sind wir natürlich hoch. In die Katharinengasse und da ist der Kö. Und auf der Seite die Maxstraße. Hier sieht man jetzt noch oben den Galgen. Ah ja. Da hängt eben noch ein Stück Schnur dran und die Schnur läuft da oben rein. Und auf diesen Balken, den haben wir schon gesehen, hier stecken noch die Querhölzer. Und wenn ich mich jetzt hier bewege, dreht sich um die Seiltrommel. Die schauen wir gleich an. Und ich kann jetzt die Kiste und Sack nach oben drehen oder nach unten lassen. Und da gibt es auch Crafties. Crafties? Ja, wahrscheinlich von den Zimmerleuten, die gearbeitet haben. Irgendwas, keine Ahnung. Georg war da. Riegel, oder? Ja, könnte sein. Georg Riegel oder? Ja. Da oben weiß man nicht. Keine Ahnung, wer da war. Hätte schöner schreiben müssen. 1928, oder? 28. 11, 10, also? 28, ja. 10.11.28, wenn man es von hinten reinliest. 1943 haben wir hier. Mann, wer war da noch alles da? 1943, 1897. Klein. Und 1896 oder 1890, nicht schlecht lesen. Ja. 1898. 96. Ha! 1885. Das ist unser Gewinner bis jetzt, oder? Ja. 85, wer war da? Der Johann Groß. Johann Groß. War 1885 auf diesem Dachboden. Ja. Geführt wurde, da sieht man sogar noch die Walze, über die das Seil gelaufen ist. Mhm. Dann ging es davor und raus. Das ist die letzte Gaube, die wir noch haben in dieser Dachlandschaft. Da geht es jetzt nochmal ein Stück höher. Ganz oben, also sind drei Tauben, vier Tauben sind oben. Da sieht man, dass früher eben eine Glocke hing, also das ist ein Glockenstuhl. Und die Öffnungen in alle Richtungen mit Holz verkleidet, drücken dann den Schall der Glocke nach unten, damit eben unten gut gehört wird. Die Glocke fehlt, aber den Turm haben wir noch. Und das ist jetzt der kleine Turm, den man sieht, wenn man im Innenhof Altbau steht. Auf dieses große Dach über der Kirche, wenn der Katharinenkirche guckt, dann weiß man, wo man jetzt ist. Höher geht's kann nicht. Ein Holbeiner nicht steigen. Es gibt den Punkt der Karriere. Der Kirchenglockenturm. Und das ist jetzt das
polygonale Ende des Kirchenschiffs, also das mehreckige Ende des Kirchenschiffs. Und da sieht man, dass es wirklich kompliziert wird mit dem Dachstuhl. Mhm. Weil das sind jetzt nicht zwei Flächen nur, die zusammengeführt werden wie ein gefaltetes Stück Papier, sondern da muss man jetzt tatsächlich noch diese Zwischenflächen mit abdecken und da wird die Balkenkonstruktion wirklich kompliziert. Und da sieht man auch, wie stark die Balken sind, wie eng die beieinander liegen. Also das Dachgeschoss hier, der Dachstuhl, das ist wirklich eine gigantische Konstruktion. Und dass da öfters schon Tauben waren, das sieht man auch am Taubenschiss. Da haben wir wieder Graffitis. Wer war das? Wir wissen es nicht. Der JG. Möglicherweise Grüße aus der Vergangenheit. Da sieht man wieder die Balken. Die Nägel. Die Verbindungen. Und der Teil oberhalb, der scheint neu zu sein. Da gibt es eine andere Balkenfarbe, aber weiß ich nicht. Da muss mal gebrannt haben. Oh, oh, oh. Oh ja. Eine Brandstelle. Also im Zweiten Weltkrieg wurde das Holbein-Gymnasium getroffen und es gibt Fotoaufnahmen vom Dachstuhl hier aus. Da hat ein Fotograf über die Innenstadt fotografiert, um festzustellen in den Fotos, welche Dachstühle in der Innenstadt noch ganz waren oder zum Teil abgebrannt oder ganz abgebrannt. Aber das ist jetzt tatsächlich ein durch Brand zerstörter Knoten und das muss dann eine Reparatur nach dem Zweiten Weltkrieg gewesen sein und dann könnte man auch hier gucken, wie weit diese dunkleren Balken reichen, dann weiß man, wie groß das Loch war. Von da? Ja, es ist schon ein größeres Loch. Bis hier. Noch weiter. Hier auch noch. Der ganze obere Teil anscheinend ergänzt. Und nochmal eine Brandstelle. Ach ja, da das oben. Das sieht so aus, als wäre es da auch mal nicht schlimm, aber immerhin rußgeschwärzte Balken. Jetzt sind wir wieder über dem Gewölbe und unter dem Gewölbe ist die Staatsgalerie. In der Staatsgalerie hängen berühmte Bilder, unter anderem Fuggerporträt von Albrecht Dürer und ganz wichtig natürlich die Bilder von Hans Holbein, dem Älteren, Bilder, die bei uns früher im Kapitelsaal hingen, bei uns früher halt in Klosterszeiten. Und diese Bilder eben direkt unter uns. So, und jetzt sind wir durch. Jetzt gibt es noch ein kleines Highlight zum Schluss. Und zwar kommen wir jetzt noch zu dem Lager des Hausmeisters, der früher im Dach auch so ein kleines Materiallager unterhalten hat. Das können wir nicht mehr nutzen, aber bei den Renovierungsarbeiten war es so, dass sie diesen Teil des Dachs nicht ausgeräumt haben, sodass da heute Schränke drin stehen, die wir nie wieder rauskriegen da. Und da sieht man alte Schränke und da haben wir da Evola Luftöl für die Lufthygiene oder blaue Tafelkreide, Ulmia. Mehr blaue Kreide. Ah, aber auch orange Kreide. Cool. Dann mal die Kreide ausgehen. Und rote Kreide. Rote Kreide, genau. Tintenkonzentrat. Da haben wir noch was. Und zwar Inhalt für 2 Liter Tinte und die hat sich der Lehrer, auch der Schüler, selber angerieben oder aufgelöst. Damit konnte man dann die Füller aufziehen
und mit Scheiben. Die gab es in Rot und in Schwarz und in Blau. Tafel, Verschlag, Tür, zweiter Stock, Kellerlampe. Na gut, Aufzeichnungen. Das war's. Das waren jetzt mal alle Dachböden, die das Tun eigentlich zu bieten hat. Und da köpfen wir nochmal einmal in den Hof halt auf. Danke. Mit dem Turm, in dem wir vorhin oben waren, mit den Tauben. Da sind wir jetzt, genau. Genau. Gerade so. Genau, da ist der wohl beim Brunnen. Also wenn man da jetzt hochguckt, dann sieht man die Sonnenuhr 1963, Anno Domini, muss auch hier umfassend renoviert worden sein. Da sieht man eben oben drüber diesen Kirchturm mit der schönen goldenen Kugel oben drauf und den Wasserspeiern, den Drachen, ganz schick. Und da waren wir vorher drin. Also das war der Glockenstuhl, da hing die Glocke des Klosters und der Kirche. Und den Turm sieht man auch von außen, von der Katharinengasse aus, und das zeigen wir jetzt noch mal kurz. Also da sieht man jetzt von der Katharinengasse aus noch mal den Turm und diese Dachgaube mit dem Zugang zum Dachboden, der noch erhalten ist. Und links davon der Verbindungsbau vom Schützerpalais und dem Klosterbau. Und da oben ein wunderbarer Kunstsaal. Unten Werkraum und Keramikraum und dazwischen Museum. Der Verbindungsgang vom Schützerpalais zur Staatsgalerie führt unter meinem Zeichensaal oder über dem Werkraum vorbei. Wenn man ins Sekretariat reingeht, ja, dann ist er links, wo der Kopierer steht, eine Wand, und hinter der Wand ist dieser Raum. Also ja, quasi unten ist der Herr Käser, mhm, oben drüber ist dein Büro und Direktorat und Kunstsaal, und mhm, zwischendrin ist Schätzlerpalais. Genau, und da ist Museum und da ist Museum. Ein Kunstsaal mitten in einem Museum, ohne dass man es im Kunstsaal merkt. Würde ich ein Loch in den Boden bohren, gell, dann könnte ich direkt ins Museum gehen. Verrückt. Das ist jetzt dieser Raumabschluss, wo eigentlich der Altar in der Kirche steht. Gewölbe hat dieselbe Form, oder die Form des Gewölbes entspricht der Konstruktion des Dachstuhls. Und von außen sieht man aber, dass die Kirche nicht mehr endet, sondern die endet in einem rechtwinkligen Fassadeneck. Und wenn man hier jetzt reingeht, dann sieht man jetzt hier die Außenfassade der alten Kirche, und die Ecke fand man irgendwann nicht schön. Und deswegen hat man die Fassade noch dazu gebaut. Also wir stehen jetzt praktisch auf der Straße, wenn man sich vorstellt, das war die Außenfassade. Und jetzt stehen wir in der Kirche, wenn man sich vorstellt, das ist die neue Fassade. Und dazwischen gibt es also einen Zwischenraum, und der zieht sich hoch bis in den Dachstuhl. Und im Dachstuhl gibt es in einer Ecke so eine kleine schräg stehende Türe. Und die führt, schätze ich, in diesen Zwischenraum. Die rote Tür beim Gewölbe. Das müsste. Viereck. Ja, genau. Also, da war ich noch nicht drin. Also, ein Raum, den ich nicht kenne. Aber da müsste man eigentlich von oben nach unten kommen. Also, wenn nicht dazwischen, das Museum wäre. Haha. Ein Krimi. Also, jetzt sind wir im ersten Stock. Da hier ist das Sekretariat, sieht man. Und hinter diesem Raum, also links von der Mauer, wenn man reingeht, grau, da ist die Staatsgalerie. Das ist der Verbindungsgang, der über dem Werkraum liegt, Keramikraum liegt, und unter meinem Zeichensaal. Also mein Zeichensaal liegt drüber.
Dann sind wir hier und da in der Ecke, Diesel-Ecke, da halten wir, hier ist der Abstellraum, da können wir noch mal reingucken, genau, den kennen wir noch nicht. Hier gibt es einen Zugang in diese Staatsgalerie und letzte Woche war hier offen, da haben sie Material rein und raus transportiert. Das ist der einzige Zugang, wo man eigentlich von der Schule direkt ins Museum gehen konnte. Und der Herr Wirrenhatter, Kunstlehrer, früher am Holbein, der hatte mit den Museumswärtern immer so einen Deal ausgemacht, dass er nicht mit den Schülern außen über die Hallstraße, Maximilianstraße laufen muss, sondern dass er einfach hier reingelassen wird. Und die haben dann die Tür aufgemacht. Und dann steht man in einer riesigen Halle, in dem riesigen Kirchenschiff. Und taghell, glaubt man nicht. Also eine Schleuse in eine andere Welt. So, das waren die weitläufigen Dachböden des Altbaus. Ich hoffe, ihr habt es spannend gefunden, was man da alles so entdecken kann. Ja, das war's für heute und nächste Woche bekommt ihr dann den zweiten Teil zu sehen. Und zwar geht es da um die Kellerräume im Altbau und die Luftschutzbunker in der Schule. Ja, seid gespannt. Bis dann!